Liebe Garteninteressierte, für meine heutige Lesung habe ich wieder einen kleinen Text von Jürgen Dahl ausgewählt, der aus seinem Buch Neue Nachrichten aus dem Garten stammt. Ich habe mich hier vor dieses wunderschöne blaue Symphytum gesetzt, das ich einmal von einer Gartenreise in die Normandie aus dem Garten Agapont mitgebracht habe. Eine andere Art von Selbstversuchen ist ernsterer Natur und erfolgversprechender, dabei sehr einfach. Wir brauchen dafür nur die Augen zu schließen und uns vorzustellen, wir wären blind. So tappen wir durch unseren Garten und versuchen, die Pflanzen mit den Fingerspitzen wiederzuerkennen. Oder wir lassen uns Blätter und Blüten reichen, tasten die Konturen und die Oberfläche ab, bemerken plötzlich Adern, Runzeln, weichen Pflaumen und anderes, was wir zuvor mit offenen Augen nicht gesehen haben. Wir spüren, vielleicht zum ersten Mal bewusst, die Unterschiede zwischen runden, kantigen, geflügelten oder gerieften Stängeln und lernen, dass wir sehr oft mit offenen Augen blind sind, während uns die geschlossenen Augen sehend machen. Man kann das üben und man wird sich wundern, wie dumm die Fingerspitzen anfangs sind und wie schnell sie empfindsam werden für Strukturen und Texturen, für Weichheit und Starrheit, für das Schnurwerk von Wurzeln oder die Plastik von Früchten. Unter der Hand dehnen sich Blätter zu Landschaften, Stängel zu Bäumen und am Blattgrund der Irisschwerter erfühlen wir, bevor wir sie sehen, die noch ganz flache Knospe des Blütenstängels, die sich bald und schnell in die Höhe schieben wird. Der Geduldige, der solche Übungen des Erfassens mit dem Tastsinn weiterführt, wird spüren, wie er in eine meditative Ruhe hinübergleitet. Und während er aus der Erinnerung das Bild der erfüllten Form heraufzuholen sucht, verbindet er sich immer enger auf eine neue Weise mit dem fremden Wesen, das er in der Hand hält. Je selbstverständlicher ihm diese Feinspürigkeit wird, umso besser wird der Tastsinn den Gesichtssinn in der Weise ergänzen, dass das Ertastete zugleich gesehen und das nur mit den Augen Gesehene zugleich mit den Fingerspitzen erfüllt wird, ohne dass es einer Berührung bedürfte. Man beginnt mit den Händen zu sehen und mit den Augen zu fühlen. Da erschließen sich nicht nur die Gegensätze, sondern auch die Nuancen der Gemeinsamkeiten, zum Beispiel die Charaktereigenschaften ganzer Pflanzenfamilien. Dass die Hundszunge, Cynoglossum, die Ochsenzunge, Anchusa und der Beinwell, Symphytum, zusammen mit dem Borretsch, Borago, der Familie der raublättrigen Borretschgewächse, Borragineaceae, angehören, sieht man auf den ersten Blick. Mehr Einfühlung im wörtlichen Sinne aber braucht man, um auch das Lungenkraut, Pulmonaria, oder das Vergissmeinnicht, Myosotis, als Vertreter der Borretschfamilie wahrzunehmen. Der Tastsinn beglaubigt die Verwandtschaft und alles, was man spürt, sieht und weiß, rundet sich zu einem Bild, in dem die Ähnlichkeiten sich zu scharfen Konturen addieren und die Besonderheiten dennoch sichtbar bleiben. Es reizt mich immer, solche Verwandtschaft im Garten als Nachbarschaft darzustellen. Wie bei der menschlichen Verwandtschaft ist aber gerade das Ähnliche oft unverträglich, wenn man es zusammenzwingt. Gräser oder niedrige Polsterpflanzen müssen dann die Quartiere der Familienmitglieder etwas voneinander sondern.